das Fernsehprogramm des 16. Januar, einen Mittwoch haben wir heute. In der Übersicht, die ARD zeigt Mathilde liebt, ein Melodrama aus Deutschland aus dem Jahre 2005. Bei einem Opernbesuch verliebt sich Mathilde in Carlo und verbringt die Nacht mit ihm. Danach verschwindet Carlo. Als sie Hannes kennenlernt, taucht Carlo wieder auf. 21.40 Uhr, hart aber fair, eine Live-Diskussion mit Frank Plasterk. Das ZDF zeigt Krieg und Frieden Teil 4. Die Literaturverfilmung nach Leo Tolstoi aus dem Jahre 2007. Napoleons Truppen erobern Moskau. Natascha und ihr Vater wollen fliehen. Da trifft Pierre mit dem verwundeten André in Moskau ein. Anschließend das Heute-Journal. Der NDR zeigt Abenteuer Nordsee, Tauchgang in Norwegens Fjorden. Die Filmemacherin Nathalie Tesche-Ricardi und der Meeresbiologe Florian Graner treffen in den tiefen Gewässern der Fjorde auf äußerst seltene Meerestiere. Um 21 Uhr Menschen und Schlagzeilen, was den Norden bewegt. Danach das Großstadtrevier. RTL zeigt die Supernanny, eine Doku-Soap mit Katja Saalfrank. Diese besucht in der Nähe von München eine fünfköpfige Familie, in der es täglich aggressive Auseinandersetzungen und hässliche Beschimpfungen gibt. Die Supernanny versucht zu schlichten. Um 21.15 Uhr raus aus den Schulden mit Peter Zwegert. Um 22.15 Uhr Ich bin ein Star, holt mich raus. Folge 6 der Doku-Soap. Sat 1 zeigt Clever, die Show, die Wissenschaft. Gäste sind Ingo Oschmann, Nina Hagen, Moderation Barbara Eligmann und Wigald Boning. Danach die Abzocker. Das sind ihre Tricks, Teil 3 der achtteiligen Reihe. Pro 7, 20.15 Uhr, das Inferno, Flammen über Berlin, ein Katastrophenfilm aus dem Jahre 2007. Tom gilt bei den Kollegen von der Feuerwehr als Feigling. Daran ist auch die Liebe zu Katja zerbrochen. Doch als ihr Leben durch ein Feuer bedroht ist, wächst er über sich hinaus. Danach gibt es dann das Inferno-Spezial, wenn Türme zu Todesfallen werden. Eine Krimiserie. Baby Blues. Das ist die Folge. Nun gut, RTL 2 zeigt Heroes, eine Mystery-Serie. Und danach Stargate Atlantis, eine Science-Fiction-Serie. Kabel 1 zeigt um 20.15 Uhr die Thomas Crown-Affäre. Das ist der heutige Tagestipp mit 3 von 3 Sternen, hier beurteilt von Einkauf Aktuell. Aus purer Lust am Risiko wurde Crown zum Kunstdieb. Als er einen unbezahlbaren Monet stiehlt, hat er die Agentin Catherine im Nacken. Anschließend Die Killerhand, eine Horrorkomödie aus den USA. Vox zeigt Criminal Intent, Verbrechen im Visier, eine Krimiserie. Und danach nochmal Criminal Intent. Und danach Boston Legal und danach BBC Exklusiv. Und danach die Nachrichten um 23.40 Uhr. Arte zeigt Hollywood Science, Katastrophen auf hoher See. Und anschließend Angriff auf Pearl Harbor, das Rätsel um den ersten Schuss. Super RTL zeigt Junior, eine Komödie aus den USA mit Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito sowie Emma Thompson. Um ein Medikament zu testen, lässt sich Dr. Hesse einen Embryo einpflanzen. 22.20 Uhr dann Voll Total Comedy Show. Und um 22.15 Uhr wieder Voll Total. Danach TV Kaiser, eine Comedy Talkshow. Viel Vergnügen und bis morgen.